Welche Folgen kann es denn für den Menschen haben, wenn er lange Zeit zu wenig gute Atemluft bekommt? Er wird mit seiner geistigen und Leistungsfähigkeit mehr oder weniger Einbußen erleiden. Er wird schlechter schlafen, er wird häufiger an Infekten leiden und er wird sich nicht mehr so wohlfühlen. Wenn ich jetzt einen Labortest mache, ja, und es kommt dabei heraus, ich habe zu wenig Vitamine, Mineralstoffe drin zum Beispiel, dann gibt es die Nahrungsergänzung. Ja. Gibt es so etwas wie eine Atmungsergänzung? Genau, das ist das richtige Wort. Wir müssen versuchen, mehr Energie aus unserer Atmung zu ziehen. Das ist nicht in erster Linie den Sauerstoffgehalt anzureichern, sondern mehr rauszuziehen und ihn besser zu verwerten. Noch ist unsere Luft recht gut. Mhm. Und wie macht man das jetzt? In der Medizin gibt es ja Möglichkeiten, den Sauerstoffgehalt zu komprimieren, anzureichern oder vielleicht von 21% in der normalen Luft auf 40-50% hoch zu komprimieren. Mhm. Das wird mit Atmungsmaschinen zum Teil bei Lungenkranken gemacht, hat den großen Nachteil, dass sie über eine Maske atmen müssen. Das ist für den Menschen subjektiv unangenehm und wird auch noch den letzten Antrieb, nämlich den Sauerstoffmangel im Körper, sprich über das Gehirn, runterdrosseln. Mhm. Das heißt, diese Menschen atmen weniger. Sie kennen das beispielsweise auch bei der Hyperventilationstetanie. Das ist viel besser, eine Tüte vorzuhalten, das heißt, in den Sauerstoffmangel tiefer reinzukommen, als sich beispielsweise noch mit komprimiertem Sauerstoff zu versorgen. Außerdem hat zu viel Sauerstoff seine Nachteile im Körper. Ne? Das kann nicht nur zu Vergiftungen führen im wahrsten Sinne, sondern die freien Radikale nehmen zu und gerade das wollen wir ja in der Präventivmedizin nicht. Und was ist die Lösung jetzt? Ich glaube, dass die Möglichkeit von Energy, sich mit dem vorhandenen Sauerstoff so auseinanderzusetzen, ihn energetisch aufzubereiten, andererseits aber auch den vorhandenen Sauerstoff besser auszunutzen, der richtige Weg ist. Also nicht die Sauerstofftherapie, die die Medizin bisher kannte, sondern die Atemlufttherapie. Ist das so richtig? Atemlufttherapie, Atmungsergänzung, Aufbereitung mit Energie und damit letztlich auch in der arbeitenden Zelle mehr Sauerstoff zur Verfügung zu stellen.